ein Fuck! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jess! Jess! Schon. Na los, Mikey Boy. Jessica! Oh Gott! Jess! Jess! Bist du okay? Hilfe! Jessica! Was zur Hölle?
Okay. Zum Teufel! Oh, shit, nein! Oh. Ash! Ashley! Ist jemand da, Ashley? Oh! Was zum Henker? Wer tut sowas? Shit.
Ashley? Ash! 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 Ash? Ashley? Verdammt! Chris! Ash, ich bin hier! Wo bist du? Ich weiß es nicht! Bist du okay? Was ist denn passiert? Bitte, hilf mir! Ich komme, Ash. Red einfach weiter mit mir. Was ist passiert? Chris, er hat mich gefesselt. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Oh mein Gott! Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris! Das kannst du nicht tun! Lass mich bitte sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh, nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, Scheiße, oh, nein! Oh Gott, das ist nicht fair! Okay. Alles ist bald okay. Alter, Kumpel! Oh mein Gott! Denk drüber nach, einen Moment! Du lässt mich doch nicht sterben! Gib mir eine Sekunde, ich kann nicht denken. Ashley, du musst dich sterben, ich hol dich da raus! Danke! Bitte nicht! Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das will ich mir nur als... Nein, Chris! Oh nein, 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 nein. Oh, ich dachte, Gott, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, sorry, wir sind Freunde! Sorry, sorry. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Nein! Oh, Fern, das kannst Chris, du nicht tun! Was hab ich dir getan? Nein, nee, nicht hinsehen. Warum denn nicht, Chris? Bitte sag mir, es geht ihm gut. Bitte. Ich komme, Ash. Ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, los. Wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Psst, wir müssen weg, okay? Chris! Ashley!
Josh! Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh! Josh, was, Mann? Er ist tot! Halt, direkt vor unseren Augen, Mann! Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath! Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist! Er ist ein Psychopath! Er hat eine Säge und es hieß er oder Ash! Und warum sollte ich denn was tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt! Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Chris, ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesägt. Hey, wir werden die Sache klären, Mann. Ich weiß nicht. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Gut. Du hast recht. Hol die anderen zusammen. Aber wenn hier ein Psychopath rumläuft, sollten wir Hilfe holen, oder? Nicht nur abwarten. Aber was ist... Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst, mir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich kann nicht sagen, dass du viel Nächstenliebe zeigst, so wie du spielst. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Ah, der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht.